Guten Morgen und herzlich willkommen zum Fachpodium Securing Solidity – Herausforderungen für eine nachhaltige Landnutzung. Mein Name ist Julia Hanal und ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen und im Namen der German Agribusiness Alliance dieses Panel zu moderieren mit meinen großartigen Gästen heute hier mit mir in dieser Runde. Frau Cornelia Horsch von der Horsch GmbH, Frau Professor Pongratz von der Universität München, Herr Professor Shang aus China, Herr Professor Krasilnikov, I promise this was the last time, welcome, und Herr Thorsten Spiel von der German Seed Alliance. Wir werden später nach der Einleitung in eine gemeinsame Diskussion einsteigen. Ohne Boden wächst nur der Hunger. So hat die parlamentarische Staatssekretärin Dr. Nick das diesjährige GFFA eröffnet. Dies verdeutlicht die zentrale Rolle der Landwirtschaft. Landwirtschaft ist Produktion von Nahrungsmitteln. Mit dieser zentralen Rolle gehen aber auch weitere Aufgaben einher, die, und dessen sind wir uns alle bewusst, nicht weniger wichtig sind und in erster Linie aus dem Zusammenspiel dem Respekt gegenüber Natur und Umwelt resultieren. In Deutschland und global führen wir eine intensive Debatte darüber, wie eine produktive Landwirtschaft im Rahmen der planetaren Grenzen möglich ist und langfristig gesichert werden kann. Wie können ökonomische und ökologische Effizienz zusammengedacht werden? Und welche Potenziale sind bislang ungenutzt? In Forschung und Praxis, und das werden wir gleich sehen, liegen bereits viele Lösungen auf dem Tisch. Einige davon möchten wir aus verschiedenen Perspektiven diskutieren. Gemeinsam werden wir auf einige zentrale Fragestellungen eingehen. Welche Rolle spielt die Landwirtschaft für Klimaneutralität? Was können Technologien und Unternehmen leisten? Und welche Ansprüche werden in Zukunft an sie gestellt? Wo stehen Russland und China, zwei Schwergewichte der internationalen Agrarproduktion und des Agrarhandels? Eröffnen wird jedoch unser heutiges Fachpanel Dr. Ophelia Nick, Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, mit einer Videobotschaft. Bitte das Video. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich grüße Sie herzlich aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin, auch im Namen unseres Bundesministers Özdemir. Und ich möchte gleich zu Beginn der German Agribusiness Alliance, dem Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien, sowie den Kooperationspartnern des Podiums, dem Deutsch-Russischen Agrarpolitischen Dialog und dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft für die Organisation danken. Denn dieses Podium gibt mir die Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, dass der Erhalt und der Schutz unserer Böden eine globale Aufgabe ist, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Damit wir nicht noch in einem weiteren Bereich die planetaren Grenzen unseres Ökosystems überschreiten. Und das sage ich als jemand Neues im Amt, die einen politischen, landwirtschaftlichen und unternehmerischen Hintergrund hat. Denn unsere Böden sind eine der wertvollsten Ressourcen für die Produktion von Nahrungsmitteln. Und gesunde Böden können als Kohlenstoffspeicher den Klimawandel eindämmen, wenn sie nachhaltig bewirtschaftet werden. Behandeln wir den Boden so, dass er lebendig ist, Wasser und Nährstoffe speichert und so Grundlage für Tiere und Pflanzen ist, die wir für unsere Lebensmittel brauchen. Aber in vielen Teilen der Welt sind unsere Böden bereits erschöpft, weshalb es ein wichtiges Zeichen ist, dass sich unser diesjähriges GFFA dem Erhalt unserer Böden widmet. Klimawandel und Bodendegradation bedrohen die Fruchtbarkeit unserer Böden. Und je größer die Fläche im Land, umso größer können die Schäden sein. In besonderer Weise gilt dies für die beiden Länder, die im Zentrum dieses Fachpodiums stehen. Russland und China. Im August brannte in Russland eine Fläche, die so groß war wie die Schweiz. Und im Oktober hat es im Norden Chinas in 5 Tagen 3-mal so viel geregnet wie sonst im ganzen Oktober.
Das macht klar, dass wir dringend handeln müssen. Denn dem Verlust landwirtschaftlicher Flächen steht zugleich eine zunehmende Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten gegenüber. Und aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung, aber auch eine steigende Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen als Ersatz für fossile Ausgangsstoffe. Die Böden werden also weniger, sollen aber immer mehr leisten. Der Ausweg aus diesem Dilemma kann aus Sicht der Landwirtschaft nur eine nachhaltige, also bodenschonende Bewirtschaftungsweise sein. Und zwar nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet unser Ministerium seit vielen Jahren vertrauensvoll mit China und Russland zusammen. Das bilaterale Kooperationsprogramm des BMEL umfasst eine Vielzahl von Projekten, die der Entwicklung einer nachhaltigeren Landwirtschaft dienen. Der agrarpolitische Dialog mit Russland unterstützt Russland seit mehr als 25 Jahren bei der Transformation zu einer ressourcenschonenden und nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft. Gleiches gilt für China. Und auch hier verbindet uns seit vielen Jahren eine konstruktive Zusammenarbeit. Das gemeinsame deutsch-chinesische Agrarzentrum und seine Projekte fördern gerade auch nachhaltige Anbaumethoden. Sehr geehrte Damen und Herren, wir schätzen diese Kooperation nicht nur, sie sind unerlässlich, um global wichtige Weichen zu stellen. Der Schutz der Böden muss auch einen Beitrag leisten zur Umsetzung des Rechts auf Nahrung und Ernährungssouveränität, für die Bekämpfung des Klimawandels und schließlich auch für den Erhalt der Biodiversität. Unsere gemeinsamen globalen Herausforderungen im Dreieck von Landwirtschaft, Ernährung und Klimawandel sind gewaltig. Wenn wir sie erfolgreich bewältigen wollen, müssen wir uns künftig an agrarökologischen Prinzipien und Methoden orientieren. Sie unterstützen die Entwicklung einer resilienten, anpassungs- und widerstandsfähigen Landwirtschaft. Es ist uns deshalb wichtig, China und Russland als Global Player an unserer Seite zu wissen, bei der Transformation zu einer nachhaltigen Landwirtschaft. Und ich bin sicher, dass wir unseren fachlichen Austausch auch in Zukunft konstruktiv und vertrauensvoll weiterführen werden. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich freue mich nun, dass Sie sich heute gemeinsam diesen wichtigen Fragen widmen. Der heutigen Veranstaltung wünsche ich viel Erfolg und eine erkenntnisreiche Diskussion. Unser Dank geht an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Vielen Dank, liebe Ophelia Nick, für diese aufmunternden und partnerschaftlichen Einleitungsworte. Frau Professor Pongratz, ich wende mich an Sie als Klimaforscherin, als Inhaberin des Lehrstuhls für physische Geografie und Landnutzungssysteme an der LMU München und Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Expertengremien. In Ihrer Arbeit beschäftigen Sie sich mit Emissionen aus der Landnutzung und natürlich den damit verbundenen Auswirkungen für Landnutzung in der Zukunft. Das Zusammenspiel von Klima und Landwirtschaft hat die Frau Staatssekretärin gerade schon angesprochen. Nun meine Fragen an Sie. Wie können wir aus Ihrer Sicht den vielfältigen Anforderungen an Landnutzung gerecht werden? Was wäre denn die beste Landnutzung im Hinblick auf das Klima? Und was sind Ihre Erfahrungen und Hinweise aus Forschung und Praxis? Liebe Frau Professor Pongratz, ich übergebe an Sie. Vielen Dank, Frau Hanal. Das Anthropozän ist in kaum einem anderen Aspekt so augenscheinlich wie durch die Nutzung des Landes. Landnutzung betrifft 3/4 der eisfreien Landoberfläche. Die Hälfte der Biomasse ist durch den Menschen zerstört. Etwa 1/4 der menschgemachten Emissionen jedes Jahr entstehen aus der Land- und Forstwirtschaft. Und auch Jahrzehnte nach den ersten Klimaabkommen bleiben diese Emissionen hoch. Nachhaltigkeit in der Landnutzung ist ein breites Thema. Wann immer Kultur und Natur aufeinandertreffen, muss ein breites Themenspektrum betrachtet werden, in dem Ökosystemleistungen bewertet und teilweise gegeneinander abgewogen werden müssen. Genutztes Land dient ökonomischen Zwecken, Tourismus, Reinhaltung von Luft und Wasser, Biodiversität und vielen anderen Dienstleistungen. Und der Druck
auf Land nimmt zu. Alle diese Dienstleistungen müssen aufrechterhalten werden und sogar ausgeweitet, weil der Konsum von land- und forstwirtschaftlichen Produkten, von Fläche für Siedlungen und Infrastrukturen und anderen und unter einer wachsenden und immer reicher werdenden Bevölkerung steigt. Aber damit nicht genug. Auf dem Weg der Nationen zur Klimaneutralität wird das Land als echter Hoffnungsträger gesehen. Nicht nur sollen die Emissionen aus Entwaldung gestoppt werden, nein, das Land soll in großem Stile negative Emissionen liefern. CO2-Entnahme aus der Atmosphäre, Carbon Dioxide Removal, CDR. Fast alle Szenarien, die die Weltklimaratsberichte als Möglichkeiten zur Einhaltung der Ziele des Paris-Abkommens angeben, nehmen CO2-Entnahme durch Landnutzung an. Manche dieser Szenarien bis zu 9 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr Mitte des Jahrhunderts. Das ist knapp ein Viertel aller heutigen vom Menschen verursachten Emissionen, die sich ja auf ungefähr 40 Milliarden Tonnen CO2 belaufen pro Jahr. Manche Wissenschaftler bezeichnen das als Hybris, aber viele Länder haben CO2-Entnahme durch Landnutzung in ihre Klimaschutzpläne geschrieben. Diese Methoden von CO2-Entnahme durch Landnutzung sind vielfältig. Aufforstung und Wiederaufforstung gehören dazu, Agroforstwirtschaft, Nutzung langlebiger forstwirtschaftlicher Produkte, die Bodenkohlenstoffspeicherung, Biomasseplantagen mit Carbon Capture and Storage, oft als BECCS abgekürzt, der Einsatz von Biokohle oder von beschleunigter Verwitterung. Die Potenziale von diesen verschiedenen Methoden sind teilweise nicht zu vernachlässigen. Aufforstung und Wiederaufforstung könnte bis zu 10 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr aus der Atmosphäre entziehen. Aber auch die anderen genannten Methoden kommen auf Potenziale von 1-2 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Teilweise können diese Potenziale aufaddiert werden, aber oft konkurrieren sie um das gleiche Land. Und diese Maßnahmen können nicht die Aufmerksamkeit abziehen von dem Faktum, dass wir als allerwichtigsten Punkt des Klimaschutzes unsere Emissionen substanziell, nachhaltig, langfristig reduzieren müssen. Aber diese CO2-Entnahmemaßnahmen auf der Landnutzungsseite können sicherlich die schwer vermeidbaren Emissionen kompensieren. Denn aus Langstreckenflügen, aus der Stahlindustrie, vor allem auch aus den Methan- und Lachgasemissionen der Landwirtschaft, werden noch lange Emissionen entstehen, für die wir keinen Ersatz sozusagen haben, keine anderen Methodiken. Und hier können diese CO2-Entnahmemethoden in der Landnutzung diese schwer vermeidbaren Emissionen kompensieren. Aber welche von den vielen genannten Methoden ist jetzt die beste, auf die wir bauen sollten? Gehen wir einige von Ihnen mal kurz durch. Aufforstung und Wiederaufforstung ist sicherlich das meistdiskutierteste. Es ist absolut billig, einen Wald nachwachsen zu lassen. Oft müssen Sie ihn nicht mal pflanzen, kostet Sie fast nichts. Wir können das sofort einsetzen. Wir betreiben eigentlich Aufforstung schon seit vielen tausend Jahren in bestimmten Regionen. Aber sie verändern natürlich die Energie- und Wasserflüsse an dem Ort der Aufforstung. Und wir müssen uns zunehmend Sorgen darüber machen, wie permanent diese CO2-Senke ist. Es wurde gerade im Vortrag von Frau Nick genannt, die Brände, die wir in Sibirien hatten kürzlich. Hier in Deutschland hatten wir in den letzten 10 Jahren 3 extreme Dürrejahre. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass diese Senken wirklich so permanent sind, wie wir uns das wünschen, wenn der Klimawandel so stark voranschreitet. Der Einsatz von Biokohle, etwas geringere Potenziale, etwas teurer. Wir brauchen viel Biomasse, die wir durch Pyrolyse in sehr langlebiges, quasi inertes Material überführen können. Das können wir dann aufbringen auf den Feldern, wo es auch positive Nebeneffekte haben kann. Beispielsweise kann die Bodenfruchtbarkeit erhöht werden, weil die Wasserhaltekapazität, weil die Nährstoffverfügbarkeit durch den Einsatz der Biokohle im Boden erhöht werden kann. Aber das Potenzial ist natürlich limitiert, denn es entsteht Flächenkonkurrenz, wenn wir zusätzlich Biomasse nur für diese Pyrolyse erzeugen wollen. Ähnliches gilt auch für die Biomasseplantagen. Wenn wir die im großen Stile ausfahren und manche Szenarien sagen, wir brauchen davon 3 Millionen Quadratkilometer weltweit, dann kommt natürlich Konkurrenz mit anderen Nutzungen des Landes auf. Die Frage ist auch, wie schnell wir das hochskalieren können und dann, ob uns dieser Anblick von diesen Monokulturen, von Miscanthus oder Switchgrass, von Pappeln oder Eukalyptus wirklich so gut gefällt oder ob wir nicht lieber einen biodiversen Wald dort stehen hätten. Beschleunigte Verwitterung, auch eher auf der teuren Seite bislang, aber vor allem muss man sich überlegen,
Die Methode geht dahin, dass man Gesteinsmehl erstellt, also Gestein feinreibt, in großen Stile abbaut und diese Extraktion und der Transport von diesem Gesteinsmehl auf die Felder, in die Wälder, hat natürlich unglaubliche ökologische Folgen und ist auch entsprechend teuer. Aber auch hier könnten vielleicht positive Nebeneffekte auf die Bodenfruchtbarkeit entstehen. Und dann die Erhöhung des Bodenkohlenstoffs, indem man Stoppel stehen lässt, weniger pflügt, gar nicht pflügt und Ähnliches. Auch dies kann der Bodenfruchtbarkeit zuträglich sein. Gerade auch gegen Erosion ist das ja ein durchaus guter Schutz. Aber auch hier sättigt einfach die Kapazität des Bodens, den Kohlenstoff aufzunehmen. Meine Frage, welche Methode die beste ist, ist also irreführend. Es ist kein Pferderennen. Alle Methoden haben begrenztes Potenzial, haben bestimmte Risiken und Nebeneffekte, die wir nur teilweise kennen. Und wir werden also ein Portfolio aus Maßnahmen benötigen, um das Risiko zu verteilen und auch um dem Rechnung zu tragen, dass manche Maßnahmen bereits zur Verfügung stehen, aber andere in großem Stile Zukunftsmusik sind. Was muss also als Nächstes getan werden, um diese Methoden zur Anwendung zu bringen? Wir müssen uns vor allem auch mit Fragen der Machbarkeit, der Umsetzbarkeit beschäftigen. Die größten Potenziale nützen nichts, wenn Nahrung oder Wasserversorgung gefährdet werden oder Biodiversität unter Monokulturen leidet. Kein Ziel der Nachhaltigkeit darf auf der Strecke bleiben. Was wir also brauchen, ist eine umfassende Bewertung der Maßnahmen zur CO2-Entnahme in der Landnutzung, in der alle Dimensionen gegeneinander verglichen werden, national wie global. Und damit ist die Wissensgrundlage gelegt, auf der politische Entscheidungen für bestimmte Pfade der CO2-Entnahme in der Landnutzung getroffen werden können. Was fehlt dann noch? Wir sollten die Co-Benefits, die positiven Nebeneffekte, besser verstehen und nutzen. Nehmen wir das Beispiel der Aufforstung. Der Wald entzieht der Atmosphäre CO2, was das Klima ohne Frage weltweit kühlt. Aber der Wald nimmt auch Einfluss auf die Energie- und Wasserflüsse vor Ort. Wir konnten zeigen, dass diese Effekte vor Ort sehr groß sein können. Beispielsweise ein Wald, der sehr rau ist und viel verdunstet, erzeugt viel Abtransport von Wärme in die höhere Atmosphäre und kann dadurch die Temperaturen vor Ort in vielen Klimazonen um bis zu mehrere Grad kühlen. Das heißt, wir können dem globalen Klimawandel lokal entgegenwirken, was eine Maßnahme ist, sich ihm anzupassen, also eine Maßnahme im Bereich der Adaption. Und weil dies lokal wirkt, diese Effekte auf Wasser- und Energieflüsse, erhöht dies vermutlich auch stark die soziale Akzeptanz solcher Maßnahmen. Ich fasse also zusammen, dass die Erreichung des Paris-Abkommens die Nutzung des Landes vor ganz neue Herausforderungen stellt. Die bisherigen Überlegungen zur nachhaltiger Landnutzung müssen um Aspekte von CO2-Entnahme erweitert werden. Um den Nachhaltigkeitszielen nicht im Wege zu stehen, aber auch um die Machbarkeit der Methoden zu prüfen, muss eine umfassende, multidimensionale Bewertung erfolgen. Und wir sollten stark die Co-Benefits nutzen, um eine nachhaltige Transformation auch im Bereich der Landnutzung herbeizuführen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Ponkrat. Sie haben es angesprochen, es ist sehr komplex und wir müssen den großen Rahmen spannen, um die Abhängigkeiten untereinander zu betrachten, aber auch die Herausforderungen abhängig vom Standort. Und dafür möchten wir nun den Blick nach Russland wenden. Und ich begrüße Herrn Professor Krasilnikow ganz herzlich, Professor für Bodengeografie an der Staatlichen Universität Moskau und Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften sowie einer der Berater der russischen Regierung, unter anderem in Fragen zur Ernährungssicherung. Herr Professor Krasilnikow vertritt heute in dieser Runde Vizeminister Lewin, der leider seine Teilnahme ganz kurzfristig absagen musste. Wir freuen uns daher besonders, dass wir den Dialog mit Russland mit Ihnen fortführen dürfen. Die russische Landwirtschaft zeigt eine rasante Entwicklung bei der weiteren Steigerung ihrer Agrarproduktion. Gleichzeitig nehmen auch in Russland die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft zu. Bereits zweimal wurde heute das Beispiel Waldbrände erwähnt. Welche Strategien verfolgt Russlands nationale Agrarpolitik, um mit diesen Herausforderungen umzugehen? Und welche Rolle spielt aus Ihrer Expertise heraus der Umgang mit dem Boden? Bitte, lieber Herr Professor Krasilnikow, das Wort ist bei Ihnen.
Спасибо большое за возможность выступить. Я единственное уточнение. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier vorzutragen. Ich bin jetzt an der einzigen Fakultät der Bodenforschung tätig, der einzigen Fakultät weltweit. Und deswegen freue ich mich natürlich besonders, dass wir dieses Thema für die heutige Diskussion gewählt haben. Um zu sagen, wie die Klimaänderung auf die Boden sich auswirkt, unter anderem Russland, sollten wir etwas auch sozioökonomische Kontexte in Betracht ziehen. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten wir in Russland ein beispiellose Fehlnutzung der Landwirtschaft. Ungefähr 70 Millionen Hektar wurden nicht mehr genutzt. Und dadurch hat sich ein großer Bodenfonds genutzt, der einfach zugewachsen ist. Ja, durch Steppe, durch Wiesen, durch Sträucher. Einerseits hat es einen positiven Effekt gehabt, weil dadurch auch gute Senken entstanden sind für CO2. Es sind gute organische Böden gewachsen, Biomasse hat zugenommen. Andererseits hat es natürlich auch sehr stark die Prioritäten in der Landwirtschaft beeinflusst. Der Umfang der landwirtschaftlichen Produkte ist sehr zurückgegangen und die landwirtschaftlichen Erzeuger haben angefangen, sich von Norden in Süden zu bewegen, wo die Böden fruchtbarer sind und wo Landwirtschaft schnellere Gewinne versprach. Das heißt, zu einem gewissen Zeitpunkt war die gesamte Landwirtschaft in Russland im südlichen europäischen Teil Russlands konzentriert und auch noch ein bisschen im asiatischen Teil, also im Süden Sibiriens. Und das hat dazu geführt, dass wir eine sehr große Bodenbelastung hatten. Es kam zu einer Bodendegradierung, es kam zu Erosionsprozessen, es gab zu einer Deflation, zu einer Versalzung, zu einer Verdichtung und vielen anderen negativen Prozessen. Unter anderem ist auch Humus verloren gegangen und organische Materialien sind einer Mineralisierung unterzogen worden. Und über lange Zeit war es in der Landwirtschaft Russlands so, dass man einen gefährlichen Mythos nachgegangen ist. Es hieß, dass die globale Klimaerwärmung letztendlich überwiegend bei Ländern mit warmem Klima zu tragen kommen wird. In Russland wird eine Klimaerwärmung einfach nur positive Auswirkungen haben. Das war dieser Mythos. Ja. Es wird wärmer, also kann man mehr landwirtschaftliche Flächen nutzen. Und wir würden nur gute Nebeneffekte hätten. Das war natürlich ein gefährlicher Irrtum, weil die Klimaänderung führt natürlich in erster Linie zu einem steigenden Anwachsen von extremen Wetterbedingungen, was wir auch fühlen bei uns. Wir haben jetzt viel mehr Trockenperioden, wir haben viel mehr Starkregen, die dann auch zu einer starken Bodenerosion führen. Und das verbinden wir natürlich alles mit diesem instabilen Klimasystem unseres Planeten. Wenn sich das Klima ändert, wenn wir mehr Versteppung haben und Verwüstung von Böden, gibt es drei Varianten für die Landwirtschaft. Das ist die Migration, das ist wechselnde Spezialisierung oder aber man versucht, klimatisch adaptierte, angepasste Landwirtschaft zu betreiben. Und wir sehen jetzt, dass eine Spezialisierung oder Migration zu anderen Gebieten doch sehr arbeitsintensiv ist und auch nicht immer positive Effekte zeigt. Das heißt, in erster Linie sollten wir darauf achten, dass wir eine klimatisch angepasste Landwirtschaft realisieren. Und das wird letztendlich durch zwei Aufgaben bestimmt. Die eine Aufgabe, die ist die Erhaltung und auch Vergrößerung von landwirtschaftlichen Produkten.
Das heißt, das ist diese nachhaltige Intensifizierung, über die auch Joachim von Braun spricht. Andererseits müssen wir so mit dem Boden arbeiten, damit organische Stoffe nicht verloren gehen, damit CO2 nicht abgegeben wird oder auch andere Klimagase, sondern wir müssen versuchen, die Böden als Senken zu nutzen. Deswegen achten wir sehr diese Initiative 4 Promille, die sagt, wenn alle landwirtschaftliche Böden in der Erde versuchen, um 0,4% pro Jahr mehr Kohlenstoff zu speichern, können wir faktisch alle Emissionen anthropogener Treibhausgase somit dämmen. Das wäre wirklich eine sehr zeitgemäße und sehr, sehr interessante Initiative, die durch die Konvention zur Klimaänderung auch mit vorgebracht wurde. Und innerhalb unseres Landes unterstützen wir natürlich all diese gesunden Strömungen, die zum Nutzen der Böden gereichen, die uns gestatten, die Fruchtbarkeit zu erhöhen und wie gesagt, und dadurch auch gestatten, im Boden mehr CO2 anzusammeln. Das sind in erster Linie Fragen, dass man weniger Pestizide zum Beispiel einsetzt, weniger pflügt. Wir müssen besser auch mit Wasserressourcen arbeiten, Tröpfchenbewässerung zum Beispiel nutzen. Wir müssen versuchen, fortschrittliche Technologien zu nutzen, die unter anderem auch mit digitaler Landbearbeitung zusammenhängen. Diese Digital Agriculture wäre wirklich ein großer Schritt nach vorn, der uns gestatten würde, einzusparen einerseits und andererseits die Belastung auf die Böden noch zu sparen und trotzdem mehr Ernte einzubringen. Dann die Lebensmittelsouveränität ist ja auch eine ganz wichtige Idee, die hier zum Tragen kommen könnte, vor allen Dingen sagen wir, innerhalb einiger individueller Gemeinschaften. Die Besonderheiten der Landwirtschaft in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts war halt die starke Zentralisierung. Als Lokomotive in unserer Landwirtschaft ist nicht Familienbetriebe, die zwar kleine Nischen einnehmen, aber die groß angelegte Landwirtschaft. Und auch jetzt der derzeitige Zuwachs, die Entwicklung jetzt in der Landwirtschaft, geschieht über große landwirtschaftliche Betriebe. Die sind natürlich daran interessiert, mehr Ernte einzubringen, aber sie verstehen genau auch die Verantwortung, dass es wichtig ist, die Böden zu erhalten. Das heißt, wir sehen jetzt beides. Wir nehmen und wir beobachten zum Beispiel, dass mehr Düngemittel verwendet werden, dass auch mehr digitale Landwirtschaft betrieben wird. Im Prinzip haben wir eine positive Prognose, wie wir den Klimaänderungen entgegentreten können. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Krasilnikow, auch für diesen optimistischen Schlussaspekt. Das hilft uns auch für die weitere Diskussion hier auf dem Podium. Wenden wir uns nun an Sie, liebe Frau Horsch, Geschäftsführerin der Horsch Maschinen GmbH, ein Unternehmen in der deutschen Privatwirtschaft mit langer Geschichte. Und Ihr Unternehmen steht auch seit vielen Jahren für einen ganzheitlichen Umgang mit dem Boden. Sie sind ein Bodenexperte. Aus der Perspektive Ihres Landtechnikunternehmens, welches sind denn die zentralen Stellschrauben für eine nachhaltige Bodenbearbeitung? Und da Sie auch dort Erfahrungen gesammelt haben, was kommt in Ländern wie Russland und China schon zur Anwendung? Wo sehen Sie noch mehr Potenzial? Was könnte noch zum Einsatz kommen, auch im Hinblick auf diese beiden Länder und im Hinblick
auf die Bodenbearbeitung aus Sicht eines Landtechnikunternehmens. Bitte, Frau Horsch. Vielen Dank, Frau Hahnerle. Wir sind ein Familienunternehmen in erster Generation und spezialisiert auf die Getreideproduktion. Unser Unternehmen ist weltweit tätig. Und in Deutschland produzieren wir auf 3 verschiedenen Standorten in Bayern und Thüringen. Zusätzlich besitzen wir Produktionsstandorte in Russland, Brasilien und USA. Seit über 40 Jahren beschäftigen wir uns innerhalb unserer Firma in Bezug immer mit unseren Kunden mit wassersparendem Ackerbau, der die Biologie, die Bodenbiologie fördert. Wir entwickeln unsere Bodenbearbeitungs- und Sämaschinen stets angepasst an das Klima, der Rotation und die Bodenverhältnisse in den verschiedenen Märkten. Außerdem kommt unsere Familie aus der Landwirtschaft und bewirtschaftet aktuell noch verschiedene landwirtschaftliche Betriebe in Tschechien und Deutschland. Wir kennen also sehr gut die Bedürfnisse der Landwirte. Das ist eine unserer größten Stärken: Maschinen entwickeln, die immer zu dem Klima und dem Standort passen. Dafür sind unsere Produktspezialisten und Ingenieure immer vor Ort in den Gegenden. Und heute gehört Horsch zu den 3 größten Herstellern weltweit in Bodenbearbeitung und Sätechnik. Wir sind davon überzeugt, dass es in Zukunft eine Veränderung in der modernen Getreideproduktion geben muss. Die Veränderung des Klimas, die Bewahrung unserer Umwelt, der Böden sowie das Wachstum der Weltbevölkerung zwingt uns dazu. Jeder Einzelne von uns hat Verantwortung. Als Horsch sind wir überzeugt, dass die moderne Landwirtschaft sich in eine moderne Hybridlandwirtschaft entwickeln wird. Was heißt das? Wir befassen uns intensiv mit Erkenntnissen aus der ökologischen Landwirtschaft. Dies führt auch zum Teil dazu, dass wir teilweise Teile der konventionellen Landwirtschaft auf jeden Fall in Frage stellen müssen, vor allem der hohe Pflanzenschutzaufwand und die hohen Düngermengen. Wir sind uns bewusst, dass wir mit reiner Ökolandwirtschaft die Welt nicht ernähren werden können. Der Grund ist einfach: In der Ökolandwirtschaft sind die Erträge bisher viel niedriger. Jedoch sind viele Elemente der biologischen Landwirtschaft wichtig und von diesen Erkenntnissen müssen wir lernen. Wie sieht also die Hybridlandwirtschaft aus? Es ist eine Mischung aus beiden und wir werden noch sehr viel in der Züchtung entwickeln müssen. Die angewandte Forschung in der Mikrobiologie ist leider noch sehr weit in den Kinderschuhen. Und uns ist immer mehr bewusst, dass der hybride Weg unter anderem, vielleicht sogar hauptsächlich erst einmal, in der Mikrobiologie zu finden ist. In der Digitalisierung sehen wir hier auch eine große Chance. Hier sind wir als Horsch sehr weit fortgeschritten, einmal was interne Prozesse betrifft, aber auch mit unseren Maschinen. Wir sehen die Digitalisierung vor allem als Entscheidungshilfen, jedoch niemals als einen Ersatz, um einem Landwirt mit Passion, guter Ausbildung und Erfahrung zu ersetzen. Wir glauben nicht daran, dass der Computer die Entscheidungen, die Flexibilität und das Bauchgefühl der Menschen ersetzt. Da differenzieren wir uns enorm zu anderen Herstellern. Erfolgreiche Landwirtschaft ist immer von Menschen gemacht. Digitale Lösungen
sind nur zusätzliche Hilfsmittel, um bessere Entscheidungen zu treffen. Danke. Vielen herzlichen Dank, Frau Horsch. Und ganz sicher, neben der Maschine den Menschen nicht zu vergessen, gerade in so einer essentiellen Berufung wie der Landwirtschaft, ein ganz wichtiger Aspekt. Danke, dass Sie ihn eingebracht haben und auch bereits einen kleinen Vorgriff auf die Pflanzenzucht und das Saatgut der Zukunft. Hierzu freue ich mich jetzt sehr, Herrn Thorsten Spill einzuführen, den Generalbevollmächtigten der German Seed Alliance. Lieber Thorsten Spill, Sie sind auch seit vielen Jahren in Russland aktiv. Sie kennen sich dort sehr gut aus. Was sehen Sie denn? Wie kann moderne Pflanzenzüchtung zum Erhalt von Boden beitragen? Und welchen Beitrag können diese Pflanzen leisten, Landwirte insbesondere in Russland zu unterstützen, mit den bereits beschriebenen, auch zunehmend schwierigen Klima- und Bodenbedingungen zu arbeiten und auszukommen? Bitte, Herr Spill, ich übergebe an Sie. Ja, danke, Frau Hanal. Ja, bevor ich dazu Stellung nehme, lassen Sie mich ganz kurz ein paar Sätze über die German Seed Alliance sagen. Wir sind ein Gemeinschaftsunternehmen von 5 mittelständischen deutschen Pflanzenzüchtern verschiedener Fruchtarten, die in ihrem jeweiligen Geschäftsfeld zu den Führenden zählen. Und wir betreiben in der Russischen Föderation eine eigene Pflanzenzüchtung in der Region Lipezk und produzieren Qualitätssaatgut und Pflanzgut in Russland für Russland. Die Idee dabei ist, durch Zusammenführung des Know-hows unserer Gesellschaft aus Deutschland mit den Erfahrungen unserer Kunden und Partner in allen Regionen der Russischen Föderation die optimale Pflanzengenetik für die jeweiligen Umweltbedingungen zum Einsatz zu bringen. Wir bieten Saat- und Pflanzgut für die gesamte Fruchtfolge an und sind nicht zuletzt deswegen die Institution mit den meisten registrierten Zulassungen von geschützten Sorten in Russland. Nun zu Ihren Fragen, Frau Hanal. Wir Pflanzenzüchter können gleich 2 einschneidende Beiträge zur nachhaltigen Bodennutzung leisten. Das eine sind Zwischenfrüchte, Untersaaten, und da hebe ich nochmal besonders Leguminosen heraus. Und das andere sind neue Sorten, die in den extremen Boden- und Umweltbedingungen trotzdem gut wachsen und Ertrag bringen. Zum Erstgenannten bieten unsere Züchter den Landwirtinnen und Landwirten mit optimierten Sorten und Mischungen von Zwischenfrüchten, Untersaaten und Leguminosen die Möglichkeit, dass vorhandener Boden nachhaltig verbessert wird. Stichworte sind hier zum Beispiel Stickstofffixierung durch Pflanzen, optimierte Bodenstruktur durch Durchwurzelung, Abfrieren als Konzept, als Beitrag zum Humusgewinn, Mobilisierung von Nährstoffvorräten im Boden und eben auch Erosions- und Unkrautminderung durch Bodenbedeckung und Dauerbegrünung. Und was letztendlich wieder auch zum Humusaufbau beiträgt. Deutschland ist eine führende Züchternation in diesem Feld mit der mittelständischen Struktur. Denn gerade die vielen kleinen Unternehmen entwickeln Sorten und produzieren das Saatgut unterschiedlichster Arten, was in optimierte Mischungen für jeweils verschiedene Anbauverhältnisse eingebracht wird. Einige unserer Gesellschafter sind zum Beispiel auch in diesem Geschäftsfeld erfolgreich tätig. Aber wir von der GSA konzentrieren uns auf das von mir soeben zweitgenannte, auch Ihre zweite Frage, nämlich die Entwicklung von Sorten für extreme Bedingungen. Wir reden hier von dem abiotischen Stress, dem die Pflanzen ausgeliefert sind durch schlechte Bodenbedingungen, die durch Erosion und Versalzung ausgelöst sind, von Hitze, Trockenheit und auch umgekehrt von viel Feuchtigkeit, zum Beispiel durch Feldüberflutung. Die Entwicklungsarbeit unserer Züchter unterstützt durch die Forschungspartnerschaften mit staatlichen Instituten konzentriert sich in den letzten Jahren immer mehr auf den abiotischen Stress mit Projekten zur Erhöhung der Toleranz der Pflanzen gegen Hitze oder Trockenheit und gegen Versalzung. Ein weiteres Züchtungsziel ist die Fähigkeit zum Low Input, also dass die Pflanzen mit möglichst wenig Düngemittel auskommen. Beispielsweise sind unsere Kartoffelzüchter auf diesem Gebiet schon sehr weit vorangekommen. Aber Züchtung dauert lange, bis zu 10 Jahre dauert es, bis eine neue Sorte marktfähig ist, je nach Fruchtart auch länger. Daher ist die Bündelung der Kräfte
eine internationale Zusammenarbeit und Unterstützung durch die staatlichen Grundlagenforschung unumgänglich. Soweit mein Beitrag. Danke, Herr Spill. Und von der sehr spannenden Pflanzenzüchtung und dem Lebenden gehen wir nun zu den Wissenschaften in China. Ich freue mich sehr, hier heute bei uns Herrn Professor Shang zu begrüßen. Herr Professor Shang, Sie sind Chief Scientist an der Chinesischen Akademie der Agrarwissenschaften. Schön, dass Sie heute unsere Runde mit den Erfahrungen und Ihren Einsichten aus China bereichern. Professor Shang, Sie forschen seit vielen Jahren zu Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz. Mit Blick auf eine nachhaltige Land- und Bodennutzung, wo sehen Sie aktuell die zentralen Herausforderungen und Aufgaben für den Agrarsektor in China? Und vor allem, wie kann China es schaffen, die stetig steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln zu befriedigen und gleichzeitig diese schwierige Aufgabe der ökologischen Integrität zu erhalten? Lieber Herr Professor Shang, ich übergebe an Sie. Okay, sicher. Vielen Dank. Ich kann das so beantworten. Also die Aufgaben der chinesischen Landwirtschaft sind sehr schwierig und groß. Wir haben 20% der Weltbevölkerung, die mehr mit 7% der weltweiten Wasserressourcen und nur 7% der weltweiten Ackerlandressourcen ernähren müssen, um eine Selbstversorgung mit Getreide und Ernährungssicherheit zu erreichen. Und außerdem haben wir natürlich den Auftrag, den politischen Auftrag, diese Ernährungssicherheit zu gewährleisten und auch absolute Sicherheit dort zu erreichen und gleichzeitig auch auf dem Weg der grünen Entwicklung voranzuschreiten. Was soll nun das bedeuten, diese politische Aufgabe? Getreideversorgung, das umfasst bei uns vor allem Weizen, Reis, Mais, Sojabohnen und verschiedene andere kleinere Getreidesorten. Und hier haben wir einen Selbstversorgungsgrad, der zwischen 70% und 80% liegt. Vor allem verzehren die Chinesen Reis und Weizen. Eine absolute Ernährungssicherheit würde einen Selbstversorgungsgrad von 100% bedeuten. Das ist weiter eine sehr schwierige Aufgabe, denn wir haben jetzt bereits eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen und wir haben zu wenig Wasser dafür. Wir haben nur 25% des Weltdurchschnitts pro Kopf und nur 2/3 des Ackerlandes pro Kopf vom Durchschnitt weltweit. Das sind ungefähr 128 Millionen Hektar an Ackerland. In den letzten Jahren haben wir auch sehr viel Getreide immer wieder importieren müssen. Seit 8 Jahren in Folge über 1 Milliarde Tonnen. Im Jahr 2020 1,5 Milliarden Tonnen zum Beispiel. Mehr als das. Wobei das waren zum Beispiel 100 Millionen Tonnen Sojabohnen, 50 Millionen Tonnen Mais und dann auch Gerste und Sorghum, Hirse. Und um das alles zu bewerkstelligen, also Ernährungssicherheit, haben wir natürlich Pläne. Wir dürfen allgemein bei der Getreideproduktionskapazität im Jahr müssen wir mehr als 650 Millionen Tonnen produzieren. Das bedeutet pro Kopf und Jahr etwa 400 bis 470 Kilogramm. Und wir müssen bei 53 Millionen Hektar etwa Anbaufläche von Reis und Weizen
uns stabilisieren. Und wenn man den Mais noch hinzuzählt, Reis, Weizen und Mais, alle drei, dann müssen wir auf 93 Millionen Hektar kommen. Das ist eine große Fläche. Wir brauchen Ausweitung der Anbaufläche und der Erträge, auch der Sojaproduktion und der Produktion an Ölsaaten. Also wir müssen unbedingt mehr Soja anbauen und weniger Soja importieren. Das ist ein politisches Ziel, was im letzten Jahr ausgegeben worden ist. Was außerdem noch gesagt worden ist von politischer Seite, ist, dass wir jetzt die Landwirtschaft grüner entwickeln müssen. Und das soll bedeuten, dass die Landwirtschaft der Entwicklung sowohl effizient sein muss, was die Produktionsmengen angeht, als auch die Produktsicherheit, dass sie ressourcenschonend sein muss und umweltfreundlich. Das heißt, wir müssen die Bodenqualität beschützen, die landwirtschaftlichen Ökosysteme schützen, die ländlichen Lebensräume, die Ressourcen in ökologischer Hinsicht und eine nachhaltige Entwicklung fördern. Und deshalb hat also das Landwirtschaftsministerium viele neue Aktionspläne auf den Weg gebracht. Dazu gehört auch die Förderung einer ressourcenschützenden Nutzung von Dung, von Vieh und Geflügel und der teilweise Ersatz von chemischen Düngemitteln durch organischen Dünger beim Anbau von Obst, Gemüse und Tee. Die Zurückhaltung von Stroh auf den Feldern in den nordöstlichen Gebieten, die Kontrolle der Verschmutzung im Westen, wo die Verschmutzung durch Plastikfolien beim Anbau großes Ausmaß erreicht hat, und der Schutz von Wasserorganismen mit Schwerpunkt auf dem Yangtze und seinen Zuflüssen. Die größten Herausforderungen bei der Landnutzung kann ich Ihnen im Folgenden mal aufzählen. Das erste ist die Verstädterung. Die Ackerfläche insgesamt geht dadurch zurück, und zwar in beunruhigendem Ausmaß. Das heißt, hier gibt es auch durch immer neue Infrastruktur. Ja, wir wollen grüner werden für grün, und das wäre das Ziel dieser Politik. Außerdem ist es so, dass das Niveau der Lebenshaltung in China unaufhörlich gestiegen ist. Und durch diesen Wandel hat es eine Modernisierung beim Verbrauch gegeben, eine steigende Nachfrage nach Fleisch, Milch und Obst und ein weiterer linearer Anstieg der gesamten Nachfrage nach Lebensmitteln, weil die Leute einfach älter werden, reicher geworden sind. Es gibt auch mehr Tourismus, und darum gibt es die Verdrängung von Ackerland, das eben nicht mehr zum Landbau genutzt wird, sondern für Nichternährungszwecke entfremdet wird, sodass wir einfach weniger Land zur Verfügung haben. Außerdem gibt es noch eine Tendenz. In der Vergangenheit waren unsere Hauptanbaugebiete im südlichen Teil des Landes, und dort wurde der Überfluss dann nach dem Norden transportiert. Aber in der letzten Zeit, hat sich das umgedreht. Das heißt, aus den nördlichen Gebieten, dass wir dort vor allem anbauen und erwirtschaften können, das Getreide, das wir dann in den Süden schaffen müssen. Da gibt es einen wachsenden Widerspruch zwischen Wasser- und Bodenressourcen, denn wir haben im Norden viel zu wenig Wasser, und eine Verschlechterung der Bodenqualität hat sich dadurch leider auch ergeben in den wichtigen Getreideanbaugebieten.
und ja, uns zurückgehalten, was die Steigerung der Produktion angeht. Die Lebensmittelimporte hatte ich schon angesprochen. Die entsprechen praktisch jährlich dem, was 66,67 Millionen Hektar Ackerland produzieren könnten. Außerdem ist die politische Umgebung auch schlechter geworden bei den Import, die Unsicherheit bei den Lebensmittelimporten. Das ist zum einen natürlich die Corona-Epidemie, die das verschlechtert hat, aber auch die zunehmende Zurücknahme der Globalisierungen. Das hat die Nachfrage nach Lebensmitteln aus inländischer Produktion stark erhöht. Aber wir sind doch überzeugt, dass es uns gelingen wird, die Ernährungssicherheit im Land zu gewährleisten. Wir denken, dass wir zurzeit bis zum Jahre 2030 wir eine grüne Landwirtschaft voranbringen können, um die ökologische Integrität genauso wie die Ernährungssicherheit gewährleisten zu können. Ich denke, das ist auf jeden Fall der wissenschaftliche Weg, den wir als Chinesen unbedingt einhalten müssen. Denn jetzt haben wir genügend Ackerland, das hat sich stabil erhalten in den letzten Jahren. Und wir haben uns eine rote Linie gegeben, dass wir also nicht unterhalb von 120 Millionen Hektar Ackerland kommen dürfen. Und davon müssen 71,67 Millionen Hektar eine konzentrierte, zusammenhängende Ackerfläche von hohem Standard bilden, damit wir genügend Getreide verbessern können und auch nachhaltig noch Vorräte haben. Unsere Regierung nimmt das sehr ernst und möchte in den nächsten 10 Jahren auch durch die Nutzung von besserem Saatgut, die Entwicklung von besseren Züchtungen, die Ernteerträge und die Qualität verbessern und so bessere Ergebnisse bilden. Und selbstverständlich auch das Einkommen der Landwirte erhöhen. Außerdem ist unsere Regierung auch sehr stark darum bemüht, Verschwendung abzubauen, Verschwendung zu verhindern. Und es existiert nämlich entlang der gesamten Lebensmittelkette noch sehr viel Verschwendung bei der Produktion, der Lagerung, der Verarbeitung, dem Transport und dem Verbrauch. Das müssen wir besser in den Griff bekommen. Unsere Regierung nimmt das sehr wichtig und hat auch die rechtlichen Rahmenbedingungen verstärkt, auch die finanziellen Garantien für die Ernährungssicherheit. Es sind die lokalen Regierungen, die das Ganze in der Verantwortung haben. Partei und Regierung sind hier gleichermaßen rechenschaftspflichtig. Es gibt nationale Gesetze zur Wahrung der Lebensmittelsicherheit. Und zum Schutz von Ackerland. Unser Land ist dabei, jetzt sehr viel Technologieförderung für grünere Landwirtschaft voranzutreiben. Es gibt hier auch finanzielle Subventionen. Es werden Gelder wiederverwendet, die aus Land-Leasing-Verträgen stammen. Das Land wird ja bei uns vermietet. Und das soll dann dem ökologischen Ausgleich dienen und lokale Gelder ermöglichen. Ich bin am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihren Beitrag, Herr Professor Zhang, aus Ihrem großen Land mit gewaltigen Herausforderungen, aber auch vielen Lösungsansätzen, die Sie bereits skizziert haben.
Darauf können wir auch später im Deep Dive noch einmal eingehen, der hier anschließend stattfindet. Ich würde im Interesse der Zeit jetzt zu einer kurzen Abschlussrunde mit allen Panelisten übergehen und würde dazu Herrn Thorsten Spill bitten, dass er noch einmal kurz in seinen letzten Kommentar einsteigt. Was konkret wären Ihre Forderungen? Was muss geschehen, damit Technologieninnovationen gerade im Saatgutbereich noch schneller bei den Praktikern landen? Wenn Sie sich was wünschen dürften zwischen jetzt und dem nächsten GFFA, was wäre Ihr abschließender Kommentar? Bitte 1 bis 2 Minuten. Ja, Frau Hanal, danke für die Gelegenheit und für die Frage. Wir Pflanzenzüchter sind extrem auf gute gesetzliche Rahmenbedingungen angewiesen, damit wir unsere Innovationskraft gerade mittlerer und kleinerer Unternehmen voll zur Wirkung bringen können. Ich würde meinen, dass wir in der anstehenden Transformation der Landwirtschaft in Deutschland, aber auch in unseren Partnerländern wie Russland, diejenige Branche sind, die am meisten Unterstützung durch gute gesetzliche Rahmenbedingungen und Partnerschaften mit staatlichen Grundlagenforschungen im Pflanzenbau benötigen. Es ist doch die nachhaltigste Methode, bodenverbessernde und tolerante Pflanzensorten gegen abiotischen Stress zu entwickeln, wenn man eine dauerhaft andere, natürlichere Landwirtschaft will. Was meine ich mit gesetzlichen Rahmenbedingungen? Das sind 3 Aspekte. Erstens, ein Staat wie zum Beispiel die Russische Föderation oder auch China, wenn das diese Staaten anerkennt, wenn ein Staat das anerkennt, dass die Innovationskraft in der Pflanzenzüchtung am größten ist, wenn die letztendliche Sortenentwicklung in privatwirtschaftlicher Hand liegt, dann ist ein verlässlicher Sortenschutz auch gegen illegale Weitervermehrung und somit Schutz des geistigen Eigentums der Pflanzenzüchter unumgänglich. Die Kosten der Forschung und Züchtung müssen über nachhaltige Lizenzsysteme vom Markt gedeckt werden. Sonst stirbt die gewünschte Innovation. Das gilt übrigens auch in Deutschland. Zweitens, erfolgreiche Pflanzenzüchtung ist keine nationale Angelegenheit. Ich kenne kein Land auf der Welt, welches für die Landwirtschaft nur mit eigenen Ressourcen, vor allen Dingen auch mit biodiversen genetischen Ressourcen, aus dem eigenen Staatsgebiet erfolgreich Pflanzensorten vieler verschiedener Wirtschaftspflanzen entwickelt und vermarktet. Pflanzenzüchtung ist gleichzusetzen mit internationalem Austausch, Austausch von Material und Know-how. Wer meint, sich unabhängig von der übrigen Welt in der Pflanzenzüchtung zu machen, wird am Ende scheitern. Und lassen wir noch einen 3. Aspekt mit einbringen. Durch die gewünschte Transformation in der Landwirtschaft bedarf es verstärkten Bemühungen und Investitionen des Staates oder der Staaten in die Grundlagenforschung des Pflanzenbaus in enger Zusammenarbeit mit der umsetzenden Wirtschaft. Wir als deutsche Pflanzenzüchter waren bisher in diesem Aspekt gut aufgestellt, denn viele Forschungsprojekte, gerade in der Entwicklung von Sorten mit Toleranz gegen abiotischen Stress, sind staatlich gefördert und werden in enger Kooperation mit uns durchgeführt. Hier würde ich mir noch mehr staatliche Forschungsinvestitionen in Deutschland, aber auch in unseren Partnerländern wünschen und unbedingt weiterhin in enger Kooperation mit uns, mit der Wirtschaft, damit die Sortenentwicklung von den Züchtern umgesetzt werden kann und an die Landwirte weitergegeben werden kann. Ja, das war mein Beitrag. Danke, Herr Spill. Ich würde dann auch in Russland bleiben und mich noch einmal. Frau Fetangansche, na, wird sei Chin Krasilnikov, Jiaoso, Leiter Erlöse. Na, mit zum Ninde, Jiaodu, na, Jintien, na, Dui, Nungmin, Leitjang, Jusse, Weila, Biruschua, 买下来这些新技术呢，有什么样的补贴，有什么样的财经来源？请。 Vielen Dank für diese Frage, aber meine Antwort wird hier leider nicht so optimistisch sein wie in meinem ersten Beitrag. Die Saatzucht ist natürlich ein Instrument, welches uns helfen würde, uns gut an Klimaänderung anzupassen, an Trockenheit oder zu viel Feuchtigkeit und so weiter. Das muss man unbedingt betreiben. Und da ist es natürlich wichtig, dass auch die dass die Bauern auch Möglichkeiten bekommen, das bei sich umzusetzen. Ist in der Tat.
Herr Spiel hat ja es hier einen Austausch soll, aber das soll Austausch gleichgestellten Partner. Wenn wir Saatgut erhalten, teilen wir Saatgut mit den anderen. Problem ist ja, womit unsere Saatentwicklung zusammen mit der Sowjetunion nach dem Kollaps der Sowjetunion zerstört wurde. Das heißt, dass wir bis zu 80% von unserem Saatgut importieren müssen. Und das ist eine sehr hohe Zahl. Sehr wenig wird bei uns an den Sorten entwickelt. Und mehrere Sorten sind auch nicht mehr so fruchtbar. Es entstehen Hybride mit einem sehr niedrigen Ertrag. Die Experten haben es nachgezählt und wir verlieren jährlich über 1 Milliarde Euro, weil die Qualität von Saatgut in unserer Landwirtschaft so niedrig ist. Deshalb ist es eine Frage der Entwicklung, des Fortschritts in der Zukunft von unserer Landwirtschaft. Man sieht ja, dass Russland auch die Lebensmittel exportiert, aber wir haben hier sehr kritische Momente. Wir sind von dem Saatgutimport abhängig. Natürlich wollen wir die Zusammenarbeit entwickeln. Natürlich wollen wir unsere einheimische Saatgutentwicklung fördern. Und natürlich gibt es auch noch weitere Mittel, um die Bodennutzung zu verbessern. Das heißt, wir müssen die Bodenschutztechnologien anwenden. Minimale Aufplügung, null Aufplügung. Ich finde, dass die minimale Aufplügung auch effizienter ist als die Nullaufplügung. Und es gibt Organisationen und Gremien, die sich damit befassen. Auch Verbände, zum Beispiel unser nationaler Verband zur Verteidigung, zum Schutz des Ackerbaus. Aber dieser Schutz und diese Unterstützung ist eher moralischer als praktischer Natur. Aber auch auf der Ebene der Exekutive merken wir schon, dass es hier Änderungen gibt, positive Veränderungen. Es werden Programme entwickelt, die die aktuelle Situation eben positiv verändern sollen. Unsere Staatsduma diskutiert gerade den Gesetzentwurf über die Saatgutentwicklung und wir hoffen hier auch positive Entwicklungen. Wir erhoffen uns positive Entwicklungen daraus. Es gibt auch die Beschlüsse unserer Regierung, dass die Saatgutentwicklung auch wiederbelebt werden soll. Das heißt, das Verständnis wächst auch in den Führungsetagen und wir hoffen, dass die Situation sich verbessert. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank nach Moskau. Das war jetzt doch auch am Ende wieder ein positiver Ausblick. Frau Horsch, wenn ich mal kurz beim Boden bleiben darf und den Möglichkeiten, die die Landwirte haben. Was würden Sie sich denn abschließend in einem kurzen Statement wünschen, vielleicht auch von Politik und Wissenschaft, um Sie dort als Familienunternehmen zu begleiten? Also wir glauben an intensiven Austausch eben zwischen den jeweiligen Ländern und uns selber. Und was, denke ich, ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Weiterbildung. Weiterbildung der Landwirte, Information. Und dazu haben wir selber ja auch eine Akademie gegründet, wo wir eben die Landwirte in den verschiedenen Ländern, sei es in Russland auch und in China, auf jeden Fall auf dem Bereich weiterbilden. Wichtig ist uns auf jeden Fall auch die Zukunft in der Autonomie, in der Digitalisierung und in der Präzision. Das heißt, wenn ich jetzt die Maschinen connected habe und Informationen über die Maschinen an die Landwirte weitergeben kann, hilft das natürlich automatisch der Weiterbildung. Wir haben ein zusätzliches Problem, denke ich, gerade in den ländlichen Regionen, dass es immer weniger gut ausgebildete auch Schlepperfahrer gibt und
Da müssen wir den Eigentümern, den Landwirten eben Lösungen anbieten, dass sie die Informationen dann auch zentral erhalten, ob jetzt die Maschine präzise arbeitet, ob die Düngermengen präzise ausgebracht werden und so weiter und so fort. Das kann dann alles eingestellt werden und da brauchen wir also von der Politik auf jeden Fall ein gutes digitales Netzwerk, dass wir überall auch in den ländlichen Regionen erreichbar sind, um das eben durchführen zu können. Also das wäre, denke ich, unser Hauptthema, dass wir die Digitalisierung auch in den ländlichen Regionen weiter fortschreiten können. Vielen herzlichen Dank, Frau Horsch, dass Sie diesen Aspekt noch mal reingebracht haben. Frau Professor Pongratz, wir gehen ja jetzt mit Ihnen noch in einen Deep Dive mit Herrn Dr. Müller vom IAMO, wo wir dann auch im Detail vielleicht noch ein paar der Zielkonflikte zwischen Klimaschutz und Landnutzung genauer beleuchten können. Darum würde ich Sie bitten, hier nur ein ganz kurzes letztes Statement, um dann die Gäste auch mit in den Deep Dive zu nehmen. Bitte, Frau Professor Pongratz. Vielen Dank. Dann weise ich vielleicht noch einmal darauf hin, dass wir hier viel gehört haben darüber, dass die Ernährung durch Klimawandel gefährdet ist und dass wir dort viel forschen müssen. Und da möchte ich darauf hinweisen, genau deshalb liegt es ja aber auch im allerhöchsten Interesse der Landwirtschaft selbst, zur Mitigation beizutragen. Ich glaube also wirklich, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir die Emissionen aus dem landwirtschaftlichen Sektor stark reduzieren müssen, dass wir auch mehr CO2 binden müssen, weil es im genuinen Interesse der Landwirtschaft selber ist, dass eben darüber auch dem Klimawandel abgeschwächt wird und deswegen die Herausforderungen an die Landwirtschaft für die nächsten Jahrzehnte möglichst gering gehalten werden. Danke. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen hier zum Abschluss unseres Fachpodiums. Ich danke allen Beteiligten. Ich denke, wir haben einige sehr interessante Aspekte gesehen, wie Klimaschutz und nachhaltige Landnutzung in der Zukunft zusammengehen müssen. Die Lösungen sind komplex, aber sie liegen teilweise schon auf dem Tisch in Praxis und Forschung. Aus den Ländern Russland und China haben wir ganz ausführliche, detaillierte, lokale Berichte gehört. Danken dafür auch den beiden Teilnehmenden. Und dann möchte ich alle, die uns zuhören, bitten, in ihren Chat zu schauen. Dort gibt es jetzt einen Link zu dem Deep Dive mit Frau Professor Pongratz und Herrn Dr. Müller vom IAMO. Dann wünsche ich Ihnen allen noch einen erfolgreichen Tag auf der GFFA und bleiben Sie gesund. Dankeschön, bis bald.